Hier ist ein interessantes Interview von Church Militant mit einer Dame, die Teil des US-Kongresses ist. Ja. Es ist sehr faszinierend, was sie zu sagen hat. Also, sie sitzt in diesem großen Gremium, das die Richtung einer Nation bestimmen soll und auch über die Gesetze der Nation und über deren Umsetzung. Das ist also eine ganz ernste Sache. Natürlich müssen wir verstehen, dass Church Militant eine ultrakonversative katholische Organisation ist, die wahrscheinlich glaubt, dass Papst Franziskus eher ein Antipapst als ein Papst ist. Trotzdem ist es interessant, was sie wahrnehmen und wie sie denken. Ich bin Michael Voris. Die politische Welt und die religiös-spirituelle Welt lassen sich fast nicht mehr unterscheiden. Was nicht wirklich überraschend ist, wenn man bedenkt, was auf dem Spiel steht. Was würden Sie sagen, wenn Sie die Situation beschreiben müssen, Amerika, das auseinanderbricht und man all die religiösen Führer hört mit ihrem »Oh, wir müssen die Familie und dieses und jenes lieben«. Ist das heuchlerisch? Es ist interessant. Ich dachte, dass wir eine Trennung von Staat und Kirche haben. Stimmt's? Ja. Aber eigentlich kontrolliert Satan die Kirche. Die Kirche macht die Arbeit nicht. Sie hält nicht an den Lehren von Christus fest. Sie hält sich auch nicht an das, was wir nach dem Wort Gottes tun sollten und wie wir leben sollten. Mit ihrem »Oh, wir müssen doch diese Leute lieben und uns um diese Einwanderer kümmern und uns lieben, weil das Nächstenliebe ist«, bewirken sie etwas. Ja, wir sollten uns lieben, aber ihre Definition, was Nächstenliebe bedeutet, macht, dass unsere Gesetze zerstört werden. Es bedeutet eine völlige Perversion dessen, was unsere Verfassung besagt. Es bedeutet, dass man den amerikanischen Steuerzahler unglaublich übervorteilt. Und es bedeutet, dass dem amerikanischen Volk eine globalistische Politik aufgedrückt und Amerika gezwungen wird, zu etwas zu werden, was für uns nicht so vorgesehen war. Nächstenliebe bedeutet, nun, die wahre Bedeutung von Nächstenliebe und den anderen zu lieben ist, dass man auch das Gesetz beachten muss. Man muss die Regeln aufrechterhalten und dass man Nein sagt. Es gibt Zeiten, da muss man Nein sagen. Wenn die Bischöfe die Bibel lesen würden und wirklich ihrer Herde das Wort Gottes verkündigen würden und nicht sexuellen Missbrauch decken würden an Kindern und Pädophile decken würden, ja, das wäre die wahre Bedeutung von Nächstenliebe. Und nicht die Perversion und verdrehte Lüge, zu der sie es machen. Offensichtlich sind sie besorgt über den ganzen spirituellen Aspekt, denn das ist Satan, der Glaube der Menschen. Wie schätzen Sie den geistlichen Charakter der Vereinigten Staaten gegenwärtig ein? Ich weiß wirklich nicht, warum Gott uns noch nicht vernichtet hat. Wenn Satan uns eine Lüge oder eine Sünde andreht, dann ist das nicht laut. Es wird sanft und freundlich in dein Ohr und in deine Seele gewispert. Dir wird gesagt, es ist okay, es ist nur diese eine Sache, die man machen und zu Ende bringen muss. Und dann verspricht er dir etwas. Er verspricht dir all diese Träume, die du in deinem Herzen hast, und so verkauft Satan uns Sünden. Das war ein sehr interessanter Zusammenschnitt eines Interviews mit der Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene. Ihre Kommentare sind faszinierend. Es ist interessant, dass Ihr Interviewpartner, der einen sehr konservativen katholischen Standpunkt vertritt, feststellt, dass die Welt der Politik und die religiöse Welt untrennbar sind. Wir sagen schon seit langer Zeit, dass das Bild des Tieres schon dabei ist, sich zu bilden. Die Leute scheinen das doch eher widerstrebend anzunehmen. Aber es ist so himmelschreiend offensichtlich. Aber nicht nur der Interviewer selbst, sondern auch die Kongressabgeordnete stimmt zu, dass beide gemeinsam arbeiten und dabei das Gesetz ignorieren, was die Verfassung betrifft.
Als sie nach ihrer spirituellen Einschätzung der Vereinigten Staaten gefragt wird, sagt sie, dass es sie überrascht, dass Gott sie noch nicht vernichtet hat. Also sie verabschieden Gesetze, dass man eine Schwangerschaft noch am letzten Tag der Schwangerschaft beenden kann. Sie dachte, dass diese Art von Gesetzen nie verabschieden würde. Aber sie wurden mit einer deutlichen Mehrheit verabschiedet. Anscheinend ist der moralische Barometer schon so tief gefallen, wie es sich keiner vorstellen konnte. Es gibt einige Leute, die behaupten, dass Katastrophen kommen werden. Und der Geist der Weissagung sagt uns, dass Katastrophen kommen werden. Und man wird sagen, dass die Katastrophen Schalen des göttlichen Zorns sind, die genau wegen der Art und Weise ausgegossen werden, mit der die politische Welt handelt, gemeinsam mit der religiösen Welt. Persönlich denke ich, dass wir uns in einer Lage befinden, bei der das Pendel hin und her schwingt. Wieder einmal. Ja, das Pendel ist zu einem extremen Liberalismus geschwungen. Und ein, zwei größere Katastrophen und das Pendel wird zur anderen Seite schwingen. Und dann wird genau das, was wir seit Jahren vorhergesagt haben, ausreifen. Alles ist schon dafür vorbereitet. Hinter den Kulissen. Die Gesetzgebungen, die hereingekommen sind, die Botschaften, die von der Führungsebene und der Kirche ausgesandt werden, es kann gar nicht anders sein. Nein, und auch die Abfolge, wie die Dinge geschehen. Es ist kaum vorstellbar, wenn man sagt, dass das alles Zufall ist. Ja. Und wenn man sich dann erst die Abfolge in den letzten beiden Jahren ansieht, da hatte man dies und dann das nächste und schon etwas weiteres. Alles scheint ganz zufällig zu geschehen, um das aufzubauen. Und jedes Mal wird die Gesetzgebung wieder ein bisschen verändert. Ein anderer Gang eingelegt. Jetzt ist es keine Notfallregelung mehr, jetzt ist es in die allgemeinen Gesetze eingebaut. Martin, das wurde schon seit sehr langer Zeit geplant. Und dahinter steckt ein Meisterstratege, ob wir das glauben wollen oder nicht.